Hier ist der Pista. So. Vielen Dank, hallo alle. Ja, Simon Zelovia ist mein Name, Chefvolkswirt von der Hamburg Commercial Bank. Und vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann, zu diesem spannenden Thema zu referieren. Ja, sind da schon ein paar Worte gefallen zu digitalem Zentralbankgeld. Einiges wird Ihnen auch schon bekannt vorkommen, aber ich habe es noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive teilweise beleuchtet und komme dann eben zu dem spannenden Thema, inwieweit kann digitales Zentralbankgeld als geldpolitisches Instrument eingesetzt werden, beziehungsweise was ändert sich auch gegenüber dem, was wir heute von der Geldpolitik kennen. Und ich fange mal an mit diesem Satz und Frage im Raum, haben Sie das schon mal gesehen? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ich habe den Eindruck, nein. Also Sie, klein, Herr Weiser natürlich, weil er den Vortrag teilweise schon mal gehört hat. Das ist tatsächlich in dem ersten Block der Blockchain von Bitcoin eingraviert, wenn man so will. Das hat Satoshi Nakamoto damals gemacht, als im Januar 2009 Bitcoin lanciert wurde. Und 2009, klar, Bankenkrise war in vollem Gange und die Times aus London, die hat dann diese Schlagzeile gebracht, weil die Banken von UK gerettet werden mussten. Insofern kam dieser Satz von Satoshi Nakamoto. Einmal hat er es natürlich dokumentiert, okay, dieser Genesis-Block, dieser erste Block der Bitcoin ist genau am 3. Januar, das ist überprüfbar, schaut in die Zeitung, entstanden. Und zweitens natürlich auch als versteckte Botschaft oder nicht so sehr versteckte Botschaft, als Angriff sozusagen auf das Bankensystem, das ohnehin unter dem Schuss stand, durch Bitcoin, beziehungsweise Angriff auf das Zentralbankgeldsystem. Und damals, 2009, gut, das hat noch nicht so wahnsinnig viel Furore gemacht. Das war ein absolutes Nischenprodukt, sage ich mal, Nischengeschehen ist die Entstehung von Bitcoin. Irgendwann kaufte jemand eine Pizza mit Bitcoin, Sie kennen die Geschichte vielleicht, und dann irgendwann gab es diese riesen Preisanstiege bei dieser neuen Kryptowährung und das genügte dann, um die Headlines der Mainstream-Medien auch zu erreichen. Und dann machten sich irgendwann auch Notenbanken auch verstärkt Gedanken darüber, da passiert irgendwas, da ist anscheinend eine Technologie entwickelt worden, wie man wirklich digitale Werte peer-to-peer von A nach B überweisen kann, ohne dass wirklich da ein Zwischenhändler sozusagen zwischengeschaltet ist. Vielleicht sollten wir uns um die Modalität unseres Geldes auch mal Gedanken machen. Und das haben dann einige Zentralbanken angefangen. Hier ist nur eine kleine Auswahl. Das hat natürlich dann durch die Lancierung oder durch die Idee, eine Libra zu lancieren. Die Idee stammt von Facebook zusammen mit einigen anderen Assoziationspartnern. Natürlich nochmal einen Push verliehen. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat jetzt kürzlich auch ein Technologiezentrum eröffnet, unter der Führung von Benoît Cœuré, dem früheren EZB-Mitglied, das natürlich sich auch mit diesem Ding beschäftigt. Also von daher, das Interesse ist sehr groß und es ist kein in Zentralbank gefilmt sozusagen alles andere als eine Nische für die breite Öffentlichkeit, aber durchaus noch. Bevor ich auf das eigentliche Thema komme, möchte ich ganz gerne hier in einer etwas anderen Perspektive auch nochmal Zentralbankgeld definieren. Was ist das genau und vor allem, was ist digitales Zentralbankgeld? Und da bietet sich ganz gut an diese sogenannte Geldblume, die von der BITS entwickelt wurde. Wie ist diese Geldblume zu verstehen? Also Sie haben hier diese Ellipsen, nehmen wir mal die orangene Ellipse, die schließt alle Währungsarten, Währungsformen ein, die tokenbasiert sind. Das ist also beispielsweise eine Münze, also hier ein ganz normales Notenbankgeld, Cash, das ist da zum Beispiel drin. Alles, was nicht tokenbasiert ist, ist außerhalb dieser Ellipse. Dann geht es weiter mit
wenn es von der Zentralbank emittiert wird, dann ist es innerhalb der grünen Ellipse. Wenn es nicht von der Zentralbank emittiert ist, dann ist es außerhalb. Dann ist es außerhalb der Ellipse. Das gleiche gilt für digital. Innerhalb ist es digital, außerhalb ist es eben offline sozusagen, nicht digital. Und dann Verfügbarkeiten. Auch wer hat dazu Zugriff? Sind es nur Geschäftsbanken oder ist es für alle Bürger zugänglich? Wenn es für alle zugänglich ist, dann ist es innerhalb des roten, der roten Ellipse. Wenn es außerhalb ist, dann ist es eben nur für Privilegierte sozusagen zulässig. So, wo ist hier digitale Zentralbank? Digitales Zentralbankgeld. Im Prinzip mit diesem Muster kann man vier Arten von digitalen Zentralbankgeld identifizieren. Und rechts oben, also wie alle diese grauen Felder, digital und von der Zentralbank emittiert. Wenn man das rechts oben nimmt, Central Bank Reserves und Settlement Accounts, dann ist das das Zentralbankgeld in digitaler Form, was wir heute schon haben, was wir heute schon kennen. Das ist das Zentralbankgeld, das Geschäftsbanken bei der Zentralbank eben halten. So, jetzt gibt es noch zwei andere Formen. Unten rechts, das ist Zentralbankgeld in Tokenform. Das heißt, da können Sie sich eine Geldkarte vorstellen, wo dann auch für die Transaktion auch ein Kontakt sozusagen notwendig ist. Für, mit einem Lesegerät sozusagen kann man auch entsprechend bezahlen. Das kann man auf Wholesale-Basis machen. Das heißt, dass nur Unternehmen beispielsweise Zugang zu sowas haben oder eben auch für jeden Bürger, dann wäre es die Variante, das wirklich alle, General Purpose hier wird das genannt, dass alle Zugang haben. Das sind im Grunde genommen, ja, vielleicht ganz interessante Technologien, aber nicht ganz so spannend, finde ich, weil die Nähe zum Bargeld, so wie wir es kennen, noch relativ stark ist. Die Substituierbarkeit zwischen, also ich kann so eine Geldkarte auch verlieren, dann ist das Geld weg sozusagen, und wenn ich Bargeld verliere, dann ist es eben auch weg. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so viel Veränderung, wenn man sowas einführt. Von daher konzentriere ich mich eher auf die Central Bank Accounts für jedermann, also Zentralbankgeld für jedermann, das hatten wir vorhin auch schon, wo, glaube ich, auch die größten disruptiven Effekte eventuell durchaus auch zu erwarten sind. Kommen wir nochmal zu der Frage, warum Notenbanken sich mit CBDC beschäftigen. Da gibt es das interessante Beispiel aus Schweden, abnehmende Verwendung von Bargeld, was dann ja letztendlich impliziert, dass wenn kein Bargeld mehr verwendet wird, die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr zu Zentralbankgeld hat, weil das die einzige Form von Zentralbankgeld ist, zu der man heute Zugang hat. Rechts ist das ähnliche Bild, aber in relativer Form. Das ist wirklich sozusagen eine Umfrage. Bei Schweden ist es eine Umfrage, wie viel Prozent der Leute, die befragt wurden, haben zuletzt Bargeld tatsächlich verwendet. Das sind immer weniger. Läuft auf die Null zu, und rechts ist nochmal abgetragen, wie hoch der Anteil an Cash-Verwendung ist im Verhältnis zu allen Transaktionen. Das heißt, absolut kann da durchaus die Cash-Verwendung noch steigen, aber relativ sinkt sie. Aber die Problematik, sag ich mal, ist ähnlich. Die relative Bedeutung von Bargeld nimmt ab. Das ist also ein Grund, warum Notenbanken sich Gedanken machen. Und dann hat die BITS eine Umfrage gemacht, wo die Notenbanken letztendlich gefragt wurden, ja, was erwartet ihr euch denn gegebenenfalls davon, dass ihr CBDC einführt? Warum forscht ihr darüber? Was erwartet ihr davon? Und da ist dann unterschieden worden zwischen den Notenbanken aus entwickelten Volkswirtschaften und aus Emerging Markets, da sieht man schon mal einen gewissen Präferenzunterschied. Die entwickelten Volkswirtschaften, die sagen, ja, Zahlungssystemsicherheit ist uns sehr wichtig und die Stabilität des Finanzmarktsystems. Und die Emerging Markets, da sagen die Notenbanken, naja, es geht gar nicht so sehr um die Zahlungssicherheit, sondern um die Effizienz, also die Kosten, die mit dem Zahlungssystem verbunden sind.
Und damit einhergehend dann auch der zweite Punkt, Financial Inclusion. Das heißt, dass wirklich eine breite Schicht von Bürgern auch tatsächlich beteiligt werden und auch am Finanzsystem teilnehmen können. Das sind, also wenn man so Durchschnittszahlen nimmt, dann landet man so ganz grob, sage ich mal, zwischen 40% und 60%, die wirklich Zugang zu einem Bankkonto haben in vielen Ländern. Und entsprechend sind also 40% bis 60% umgekehrt dann eben nicht, haben keinen Zugang. Und da kann man natürlich hoffen, dass durch die Einführung eines solchen CBDC diese Quote erhöht werden kann. Oder das ist das, was Notenbanken sich dann entsprechend erhoffen. Interessanterweise, das Thema, was wir heute haben, nämlich Geldpolitik mithilfe von oder bei CBDC, spielt hier gar nicht so eine, zumindest nicht in der Prioritätenliste, so eine große Rolle. Monetary Policy Implementation ist bei Advanced Economies an Platz 4 und bei den Emerging Markets sogar an Stelle 5. Ich glaube trotzdem, dass es sehr relevant ist, sich das mal genau anzuschauen, insbesondere bei den entwickelten Volkswirtschaften, also bei den Volkswirtschaften, bei denen Institutionen auch relativ zuverlässig funktionieren und da nicht zu befürchten ist, dass die Nichtglaubwürdigkeit der Zentralbank sich auch im Prinzip nicht groß abhängig ist davon, ob man jetzt Scheine ausgibt oder digitales Geld. Insofern ist es auf jeden Fall für entwickelte Volkswirtschaften ein relevantes Thema, sich mal anzuschauen, wie geldpolitisch die Konsequenzen sind, wenn man digitales Zentralbankgeld einführt. Und im Grunde möchte ich vier Punkte besprechen. Einmal der Punkt, was ist die relevante Geldmenge? Geldmenge, gut, Sie können sagen, Geldmenge spielt eigentlich eh nicht mehr so eine große Rolle. Das sagen zumindest viele Notenbanker mittlerweile, ob M3 oder M2, der Parallelverlauf zum Blutzyklus ist gar nicht mehr so groß, aber ich glaube trotzdem, dass man das beachten sollte. Dann die Frage, was ist der Leitzins? Ist das der klassische Leitzins, den wir kennen, der Refinanzierungssatz, oder müssen wir da jetzt mit CBDC etwas anderes beachten? Dann die Frage der Negativzinsen. Da gibt es ja die Idee, dass man entsprechend keine Untergrenze oder vielleicht nicht ganz so niedrig, oder dass man diese Untergrenze des Zinses weiter nach unten ziehen kann durch CBDC. Und das Stichwort Helikopter ist ja auch schon gefallen, dass man mit CBDC vielleicht noch bessere Helikopterpolitik machen kann. Fangen wir mit der Geldmenge an. Das ist so die klassische Definition von Geldmenge, hier empirisch abgetragen, die Geldmenge im Euroraum. Unten haben wir die Banknoten, wenn man dazu noch die Sichtdepositen dazu zählt, dann kommt man auf M1, wenn man dann noch die Sichteinlagen mit Laufzeit von bis zu 3 Monaten dazu zieht und Einlagen mit Laufzeit von bis zu 2 Jahren, dann kommt man auf M2 und dann noch Repo-Geschäfte und Wertpapiere mit Laufzeit von bis zu 2 Jahren, kommt man auf die Geldmenge M3. So, das ist diese Geldmenge M3 ist das, was die EZB heutzutage immer auch wieder in ihren Statements auch nennt und kommentiert. Was würde jetzt passieren, wenn man CBDC einführt in der Form eines Zentralbankkontos für jedermann? Dann ist das natürlich ein starkes Substitut für Sichteinlagen und taucht hier natürlich naturgemäß nicht auf, weil wir CBDC in dieser Form für General Purpose noch nicht haben. Wir haben, das hatte ich vorhin genannt, wir haben Zentralbankreserven, die Geschäftsbanken halten, die tauchen hier gar nicht auf. Die sind in der Geldmenge M0 und insofern nicht in der Geldmenge M3 drin. Jetzt aber haben Individuen sozusagen ein Zentralbankkonto, damit haben wir die Substituierbarkeit mit Sichteinlagen und insofern auch eine, sag ich mal, das ist ja die Idee von Geldmengendefinition, dass man da eine gewisse Nähe zu künftigen Konsumausgaben hat, die dann entsprechend die Inflation beeinflussen. Und insofern ist es auf jeden Fall notwendig, dieses CBDC hier
tatsächlich aufzunehmen. Und die würden dann teilweise eben zu Lasten von Sicheranlagen gehen, teilweise zu Lasten von Banknoten. Das muss man natürlich noch diskutieren, wie bald man Bargeld tatsächlich abschafft oder einschränkt oder einfach als Konkurrenzprodukt noch weiter laufen lässt. Je nachdem würde sich das entsprechend hier dann einfügen. Auf jeden Fall müsste man es berücksichtigen. Die andere Frage ist, wie sieht es mit dem Leitzins aus? Und da würde man vielleicht intuitiv irgendwie denken, ja, das soll ja im Prinzip ein Bargeldersatz sein. Bargeld hat keinen Zins, also brauche ich eigentlich auch für CBDC keinen Zins. Das könnte sich als ja, gefährlich oder kontraproduktiv erweisen, insbesondere was die Geldpolitik angeht. Wobei Sie jetzt vielleicht sagen, naja, ob jetzt Zins oder nicht Zins, wir haben doch eh keine Zinsen. Was macht das für einen Unterschied? Aber Sie haben vielleicht auch gelesen, dass jetzt sogar erste Volksbanken anfangen, Negativzinsen anzubieten oder zu verlangen. Für Unternehmenskunden, für institutionelle Kunden ist das ohnehin schon eine ganze Weile so, dass man eben als Unternehmenskunde nicht mehr das Geld zu Null oder zu positiven Zinsen anlegen kann, sondern da verlangen die Banken ohnehin schon negative Zinsen. Von daher, was würde passieren, wenn man CBDC ohne einen Zins anbietet? Dann würden die Unternehmenskunden sagen, hurra, ich kann diesen negativen Zinsen entgehen, ich schwenke um und schiebe meine gesamten Giralkonten, Sichteinlagen auf CBDC. Dann würde dem Bankensektor sofort sagen, alle Liquidität entzogen, die müssten sich entweder, sie würden an Illiquidität sterben oder sie würden sich bei der Zentralbank versuchen zu refinanzieren. Insofern, wenn man das nicht will, dann muss man tatsächlich auch sagen, okay, dann muss CBDC auch einen Zins tragen. Und in diesem Fall, wenn wir jetzt in der aktuellen Situation sind, auch einen negativen Zins. Ganz klar, weil ansonsten nämlich diese Substitutionsbewegung stattfindet. Das Ganze gilt im Übrigen auch für ein normales Zinsumfeld. Auch beim normalen Zins, also stellen Sie sich vor, die Zinsen liegen so bei 3% und die Notenbank möchte jetzt agieren und sagen, wir sind im Abschwung und ich möchte jetzt ein bisschen den Konsum wieder anregen und Kreditvergabe anregen, um auf diese Weise die Inflation wieder nach oben zu bekommen und senkt den Zins von 3 auf, sagen wir mal ganz deutlich, auf 2%. So, jetzt bei 3%, jeder Anleger hat irgendwie so ein Anlageportfolio, wo auch CBDC schon eine Rolle spielt. Ein bisschen ist in CBDC drin, ein bisschen ist bei Sichtanlagen, ein bisschen in Kapitalmarktprodukten. So was passiert, die relative Attraktivität von CBDC nimmt natürlich zu, wenn die Banken ihre Zinsen senken. Also ziehen sie Geld ab in so einem Fall und schieben das auf CBDC rüber, sodass die Banken wiederum reagieren und sagen, oh Mist, da geht mir ja ganz viel Geld flöten. Also ziehe ich den Zins hoch. Das ist aber genau das, was die Zentralbank nicht will. Sie will ja, dass die Zinsen insgesamt sinken. Das heißt, der Transmissionsmechanismus wäre gestört, beziehungsweise wäre nicht in dem Sinne, wie die Notenbank ist. Und das ist eben der Grund, warum es wichtig ist, dass man da einen zweiten Zins sozusagen hat. Den hat man ja heute schon für Geschäftsbanken, die ihr Geld bei der Zentralbank anlegen. In diesem Fall wäre es eben notwendig, diesen Zins auch auf CBDC zu übertragen. Und dann würde eben der Hauptrefinanzierungssatz, der klassische Leitzins, den wir kennen, würde parallel mit, oder beide Sätze, der Hauptrefinanzierungssatz und der Einlagenzinssatz würden sich mehr oder weniger parallel bewegen. Und auf diese Weise würde verhindert werden, dass die Notenbankpolitik kontraproduktiv ist. Ja, soweit zu dem Einlagenzins. Dann kommen wir zu dem anderen Punkt, Negativzinsen als Mittel, um die Konjunktur anzukurbeln. Und ich habe da mal in einem alten Buch geblättert. Und ich lese mal vor, was da links markiert ist, weil das ja auch relativ klein ist. Und
den einfachen Fall an für die Durchführung des bargeldlosen Verkehrs, den Fall, dass die Reichsbank ihre sämtlichen Noten restlos einzieht und verbrennt und jedem für den Betrag der abgelieferten Noten ein Konto eröffnet, dann ist der Gesamtbetrag der Konten gleich dem gesamten Notenumlauf. Also das ist im Grunde genommen die Idee von CBDC, wenn man so will, ein Zentralbankkonto für jedermann. Wer kennt das Buch? Herr Meier, nee? ich bin da auch mal zum Überrascht gewesen, dass ich die Stelle so eindeutig finde. Das ist Silvio Gesell. Und der hat das Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Reichsbank deutet darauf hin, dass das nicht ganz aus einer ganz modernen Zeit stammt. Und er spinnt den Faden dann letztendlich weiter und sagt, ja, diese Konten, die jetzt eingerichtet sind, die lassen wir nur mit einer bestimmten Laufzeit laufen. Und wenn die Laufzeit abgelaufen ist, ist das Geld sozusagen weg. Und das ist ja, wenn man so will, nicht so viel anders als der negative Zins. Wenn ich das Geld mit negativem Zins die ganze Zeit drauf liegen lasse und immer wieder 2% abgebucht werden, dann ist es irgendwann auch weg. Und die Idee, die dahinter steht, ist von Silvio Gesell, so kann ich die Wirtschaft anregen, weil wenn das Geld verschwindet, dann gebe ich es doch lieber vorher aus. Und auf diese Weise kann der Konsum dann auf Trab gehalten werden. Zumal nach Gesells Meinung eben das Geld zu Transaktionszwecken eingesetzt werden soll und nicht zur Wertaufbewahrung. Also fand ich mal ganz interessant, dass diese Theorie, die ja Kenneth Rogoff auch beispielsweise aufgegriffen hat, der gesagt hat, man sollte am liebsten Bargeld abschaffen, wobei er ist, soweit ich das beobachtet habe, nicht unbedingt in dieses CBDC-Feld gegangen, sondern einfach gesagt, Bargeld abschaffen und dann gibt es nur noch digitales Geld und die Bürger können nicht mehr ausweichen. Und auf diese Weise die Konjunktur eben angekurbelt werden soll. Das ist ja im Grunde genommen auch nicht so viel anderes als das, was Draghi auch versucht hat mit den negativen Zinsen, nur der Unterschied, dass hiervon in direkter Weise erstmal nur die Banken betroffen sind, die dann sozusagen gezwungen werden sollen, das Geld nicht auszugeben, aber anzulegen und auf diese Weise letztendlich Kredit zu vergeben. Und auf diese Weise soll dann die Investition angeregt werden. Das Risiko, was natürlich besteht, wenn man diesen Negativzins nicht nur einführt, sondern auch noch vielleicht noch tiefer zieht, ist, dass es doch Ausweichreaktionen gibt. Das können Fremdwährungen sein, das können auch Kryptowährungen sein, oder es kann Libra sein, ne, als Kryptowährung. Wenn das passiert, dann ist eben der Hebel dann doch nicht so groß, wie sich vielleicht die Notenbank das erwartet hat, in konjunkturpolitischer Hinsicht. Was möglicherweise effektiver ist und mit CBDC im Grunde genommen auch sehr gut funktionieren könnte, ist Helikoptergeld. Und da sind wir bei Milton Friedman, der diese Idee erstmals so verbildlicht auch in seinem Buch The Optimum Quantity of Money platziert hat. Es ging ihm nicht so sehr darum, diese Idee wirklich so darzustellen, dass man die umsetzen müsste, sondern es ging ihm eher darum, das Phänomen der Inflation begreifbar zu machen und zu sagen, okay, Inflation ist wirklich ein monetäres Phänomen und je mehr Geld in seinen Umlauf kommt, desto eher wird die Inflation steigen, mal ganz verkürzt gesagt. Aber es ist dann letztendlich doch eine Sache, die dann auch später von Ben Bernanke beispielsweise aufgegriffen wurde, dem früheren Chef der Federal Reserve Bank aus den USA, der beispielsweise in Japan, die ja schon längere Zeit unter Deflation leiden, einen Vortrag gehalten hat, wo er gesagt hat, naja, eine Regierung kann, wenn sie möchte, durch das Drucken von Geld aus dem Nichts letztendlich natürlich die Währung entwerten, was letztendlich bedeutet, dass die Inflation steigt.
Wenn sie das will, dann kann sie das. Und das ist ja auch der Grund, warum wir sozusagen das im Angesicht der extrem niedrigen Inflation, die wir haben, das eben auch verstärkt diskutieren. Man kann es hier aber natürlich auch, oder sagen wir mal so, wenn die wichtigste Kritik, die da natürlich genannt wird, ist, dass hier Fiskalpolitik und Geldpolitik sehr stark miteinander vermischt wird. Aber CBDC macht das natürlich erstmal in einer sehr eleganten Weise, sage ich mal, möglich, einfach, sagen wir mal, 10 Euro pro Monat für 12 Monate lang auf jedes CBDC-Konto zu überweisen. Das wären, wenn man 10 Euro nimmt, wären das im Jahr, wären das bei 80 Millionen Konten, wären das unbedingt so 10 Milliarden Euro im Jahr, 0,3% des BIP. Das könnte schon sein, dass das einen gewissen Effekt auf Inflation hat. Und die Frage ist dann ja, wie verhindert man, dass dieses Instrument missbraucht wird? Dass Politiker sagen, so jetzt setz das mal ein, ist ja letztendlich fiskalpolitische Politik, also sind wir zuständig. Ja, man könnte tatsächlich sagen, okay, wir geben der Zentralbank ein eigenes Instrument, ein zusätzliches Instrument in die Hand, dass sie dieses Instrument einsetzen kann. Wir knüpfen aber bestimmte Bedingungen daran. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn im 12-Monats-Durchschnitt 12 Monate lang die Inflation unter 1% ist, dann dürft ihr es, ihr müsst es nicht, ihr dürft es dann einsetzen. Und wenn 12 Monate lang die Inflation über 1% im 12-Monats-Durchschnitt ist, dann dürft ihr es nicht mehr einsetzen. So könnte man es zum Beispiel handhaben, um zu verhindern, dass dieses Instrument missbraucht wird und vollkommen ausufert und Hyperinflation dadurch entsteht. Im Grunde genommen ist es schon ein Instrument, das, ohne das jetzt, ohne empirische Studien dazu zu kennen, die aber rein intuitiv, sag ich mal, relativ zuverlässig tatsächlich die Inflation nach oben ziehen kann, weil wenn auf jedes Konto sozusagen 10 Euro überwiesen werden, dann trifft es ja vor allem, sag ich mal, bei einer entsprechenden Einkommensverteilung die Menschen, die, das ist eben die überwiegende Anzahl der Menschen in Deutschland, die ihr Geld weniger sparen, sondern eher ausgeben. Insofern wird das, der Großteil des Geldes wirklich unmittelbar konsumwirksam. Und wenn die Zentralbank merkt, dass 10 Euro nicht reicht, dann muss man vielleicht auf 20 Euro gehen. Aber von der Grundidee her wird es sofort konsumwirksam, der Großteil davon und entsprechend auch inflationswirksam. Das sind so die 4 Punkte, die ich zur Geldpolitik ansprechen möchte. Es gibt noch natürlich ein paar offene Fragen zu CBDC und das ist natürlich auch keine erschöpfende Liste, aber ein paar Punkte, die man sicherlich einfach entscheiden muss oder die offen sind, wer entscheidet eigentlich darüber, CBDC einzuführen? Kann das die Notenbank einfach so machen oder muss da die Regierung mitbestimmen, das Parlament mitbestimmen? Ich würde sagen, ja, das ist eine Sache, die man, glaube ich, nicht so ohne weiteres aus der Unabhängigkeit der Zentralbank her begründen kann. Wie stellt man die Akzeptanz von CBDC sicher? Das ist vorhin schon angeklungen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass CBDC angenommen wird. Und da kommt auch der Punkt hinein, was ist mit den Gesellschaftsschichten, die vielleicht auch nicht so affin sind für digitale Zahlungsmittel. Schließt man die dadurch aus, wenn man CBDC einführt und im Gegenzug etwa Bargeld abschafft? Natürlich ein heikles Thema. Wie geht man mit Privatsphäre um? Grundsätzlich, wenn es Zentralbankkonten gibt für jedermann, dann kann natürlich die Zentralbank auch jede Zahlung mitverfolgen. Kann man da Schutzmechanismen einführen oder ist man da völlig ausgeliefert? Und die andere Frage, ja, soll der Privatsektor im CBDC-Zahlungssystem mit berücksichtigt werden, so wie das etwa schon vorhin dargestellt wurde, wo sozusagen Geschäftsbanken Intermediäre darstellen, die letztendlich
das ausführen, was die Zentralbank möchte und wie kann man sich internationale Transaktionen mit CBDC vorstellen. Ja, das sind so ein paar Fragen für die Diskussion, aber wahrscheinlich haben Sie auch noch andere Fragen und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da die Diskussion einsteigen können. Vielen Dank.